Ja, also ich möchte nicht allzu viel Theoretisches erzählen, sondern einfach ganz kurz euch zeigen, was ist ein E-Portfolio und wie setze ich das ein. Ich selber bin Lehrer an der Sekundarschule Dübendorf, das ist irgendwo in Zürich. Und ich mache dort den pädagogischen und technischen Support. Und ich habe jetzt Mahara mehr zuerst als privates Projekt so für mich ein bisschen aufgezogen, habe das für mich als Tool entdeckt, um selber auch Journal über mein Lernen zu führen und habe das dann auch natürlich mit den Schülern versucht einzusetzen. Jetzt mal kurz eine Frage in die Runde. Wer ist Lehrperson oder arbeitet in einer Schule hier? Gut, also das sind alles mögliche Interessenten. Wer hat schon mal etwas gehört von E-Portfolios? Also E-Portfolio ist ja der neue Hype an den Unis, aber eben mittlerweile auch an anderen Schulen. Eben Sekundarschule, auch Primarschule habe ich das zum Teil schon gehört. Und ja, jetzt mal ganz kurz, was ist ein E-Portfolio? Ich habe jetzt hier eine ganz kleine Grafik, die natürlich viel zu klein ist. Ein E-Portfolio ist eine Sammlung von Artefakten und das ist in diesem Fall einfach Wissensstücke, also gesammelte Informationen, die man über irgendein Thema oder über sich gefunden hat und die zu einem Portfolio zusammenfasst. Was macht man auf einem E-Portfolio? Man sammelt, man reflektiert, man kommuniziert mit Personen, die, also zum Beispiel eben mit der Lehrperson oder mit einem Mentor, und man präsentiert. Also ein E-Portfolio ist insbesondere auch da, um etwas zu präsentieren. Jetzt, bei Mahara ist das im Prinzip aus Sicht des Schülers ist das eine sehr einfach zu erstellende Webseite. Also wenn ein Schüler dann auf Mahara arbeitet, dann ist das für ihn, rein vom Tool her, ist es eine Webseite, die er auf einfache Weise bearbeiten und damit umgehen kann und sein Wissen festhalten kann. Jetzt habe ich hier einige Beispiele zusammengestellt, es sind jetzt keine konkreten Schülerbeispiele, weil ja, Datenschutzgründen und alles. Und ich habe hier zuerst mal eines, das ist von mir selber. Da habe ich ein paar Dinge über mich selber festgehalten, also das benutze ich selber auch. Das ist jetzt zum Beispiel meine Ausbildung im E-Learning-Bereich, das ist mein Journal links, das ich da führe. Also das Ganze ist dann in Form von Blöcken zusammengesetzt. Kann sich das etwas so vorstellen, ich gehe mal auf Ansicht bearbeiten. Ich habe da verschiedene Inhaltsblöcke, die verschiedene Inhalte dann darstellen sollen. Ich habe auf der linken Seite habe ich jetzt hier einen Blog und diesen Blog, den werde ich fortlaufend führen. Und ich habe auf der rechten Seite habe ich jetzt hier verschiedene andere Inhalte, zum Beispiel ein Video oder ein Text oder ein Link oder ein Bild und so weiter und so weiter. Dann ein zweites Beispiel ist hier. Für den Projektunterricht verwende ich Mahara sehr, also schon seit 2 Jahren jetzt. Und wer kennt Projektunterricht? Von den Lehrpersonen gilt das jetzt, nicht so viele. Also da geht es darum, dass die Schüler ein Projekt während einer gewissen Zeit bearbeiten. Und das kann zum Beispiel, das ist jetzt einfach ein Beispiel, Gartenbewässerung selbstständig mit einem Arduino automatisieren. Klassisches Schülerprojekt. Da habe ich auf der linken Seite meinen Blog, den ich fortlaufend führe und da erkläre, wie habe ich das dann aufgestellt. Und auf der rechten Seite haben wir dann gewisse Dokumente, die für das Projekt permanent relevant sind. Also zum Beispiel verlangen wir von unseren Schülern einen Projektantrag, den sie ausfüllen müssen, damit sie dieses Projekt bewilligt bekommen. Und das wird dann eben von den Schülern so online geführt und ich als Lehrperson kann das dann auch online einsehen und kommentieren und mit den Schülern so kommunizieren. Früher hat man das über irgendwelche Hefte gemacht, die dann nicht abgegeben wurden, weil sie verloren gingen oder sonst irgendwo gelandet sind. Und so ist es einfach einfacher, das zu kontrollieren. Also ich als Lehrperson finde das extrem einfach, einfach weil ich es zum Beispiel Sonntag noch ganz kurz anschauen kann und einfach diesen Austausch besser pflegen kann. Man kann natürlich auch irgendwelche Ereignisse darstellen, also zum Beispiel als Webseite. Ich habe jetzt hier habe ich einfach 3 Textfelder und kann zum Beispiel der Auftrag sein, erstelle
zu unserem Halbtag bei der EAWAG, das ist ein Forschungszentrum zum Wasser. Erstelle da eine ganz kurze Zusammenfassung, was haben wir gemacht, mache ein paar Bilder und stelle die bitte als Portfolio online. Es wird bewertet mit einer Note, nach diesen und diesen Kriterien. Ich habe dann verschiedene Beispiele dann noch hier so notiert, das ist mehr für die Lehrpersonen, damit sie wissen, okay, was kann ich damit anfangen. Das Ganze kann man dann über Gruppen noch ein bisschen besser organisieren. Mahara ist eher eine einfache Software, also es gibt zum Beispiel bei der Kontrolle der User gibt es eher wenig Möglichkeiten. Also ich sage mal Rechteverwaltung, wie es zum Beispiel bei Moodle ist, das ist wesentlich eingeschränkt. Also es gibt weniger Möglichkeiten, die Rechte zu verteilen, Rollenverteilung und alles. Aber es ist auch weniger nötig. Und es macht es für den Einsteiger natürlich auch einfacher. Also für mich ist Mahara jetzt wesentlich einfacher zu bedienen als Einsteiger, als wenn ich jetzt zum Beispiel in Moodle einsteige und da wirklich so in die Tiefe gehen will. Und darum kann ich diese Websoftware wirklich auch für Einsteiger empfehlen. Es ist sehr einfach zu installieren. Also es braucht einen sehr, sehr anspruchslosen Webserver, den man sich für 4 Franken pro Monat mieten kann, wenn man nicht einen eigenen hat. Und was braucht es noch? Ja, eigentlich nicht viel mehr. Ein bisschen Zeit, um das Ganze zu installieren. Dann, was auch gut ist, ist natürlich auch responsiv. Also man kann jederzeit das Ganze auch auf dem Handy laufen lassen. Also Schüler, die können jederzeit auch ihre Bilder online so hochladen über das Handy. Und es funktioniert wesentlich, also wirklich sehr gut auch mit Moodle zusammen. Also normalerweise hat man eher Moodle als erste Instanz. Und kann dann zum Beispiel Single Sign-On machen, das heißt, man meldet sich an und ist dann für beide Software angemeldet. Ja, das wäre eigentlich schon alles. Doch ganz kurz, was sind so die Herausforderungen? Es ist wie immer, es ist, wenn man etwas verbreiten will an einer Schule, es ist das fehlende Basiswissen bei Lehrpersonen und bei den Schülern. Also zum Beispiel stellt sich bei der Nutzung von Mahara die Frage, was ist denn ein Hyperlink? So ganz einfache Fragen und die müssen natürlich dann auch mal beantwortet werden, bevor man mit solcher Software arbeiten kann. Gut, wenn es Fragen gibt, ich bin natürlich auch noch im Apro auch noch zur Verfügung dafür. Vielen Dank.